Ja, sehr geehrter lieber Herr Hoffmann, lieber Jupp Legrand, verehrte Mitglieder der Jury, liebe Frau Höfer, die Moderatorin, verehrte Preisträgerinnen und Preisträger, ich saß ja gerade schon neben Ihnen, sehr geehrte Damen und Herren. Gründliche Recherche also statt bestellter Wahrheiten. Im Sinne dieses Mottos der heutigen Preisverleihung darf man wohl den Stoßseufzer eines chinesischen Bürgers verstehen, der seinen Frust im Netz mit einer kräftigen Prise Ironie Ausdruck verlieh. Ich zitiere: Ach, wenn doch die Zensoren von Filmen, Zeitungen und Büchern für die Lebensmittelsicherheit zuständig würden und die Verantwortlichen für die Lebensmittelsicherheit für die Zensur von Filmen, Zeitungen und Büchern, dann hätten wir sowohl Lebensmittelsicherheit als auch Meinungsfreiheit. Und um auf bestellte Wahrheiten zu stoßen, muss man leider nicht bis ins autoritär regierte China schauen, wo die strengen Auflagen der Medienzensur offenbar in scharfem Kontrast zu den recht laxen Regelungen des Lebensmittelrechts zu stehen scheinen. Bestellte Wahrheiten gibt es auch in Demokratien, sie heißen hier aber gute PR. Doch zum Glück bekommt man hier dann doch eher selten, was man bestellt. Diese Lektion jedenfalls lernt man als Politikerin oder als Politiker spätestens dann, wenn man von Ihnen, verehrte Journalistinnen und Journalisten, bei einer Pressekonferenz mal so richtig gegrillt wurde. Mit kritischen Nachfragen, mit schonungslosem Abklopfen von Begriffen und Botschaften und natürlich in der Konfrontation mit den Ergebnissen gründlicher Recherche. Den Mächtigen auf den Zahn zu fühlen, Sachverhalte also kritisch, sehr kritisch zu hinterfragen, der Wahrheit auf den Grund zu gehen und die Dinge nicht nur aus einer Perspektive zu betrachten, sondern unterschiedliche Sichtweisen einzubeziehen, all das zeichnet jenen kritischen Journalismus aus, dem der Otto-Benner-Preis gewidmet ist. Jenen Journalismus, der mit Recht für sich in Anspruch nimmt, Wächter der Demokratie zu sein. Ob es dabei um die Aufdeckung massenhaften Steuerbetrugs geht, der erste Preis heute, um Aufklärung über rechtsextreme Machenschaften oder ganz allgemein um ein tieferes Verständnis gesellschaftlicher Entwicklungen, leuchtende Beispiele verantwortungsvoller Wächterarbeit sichtbar zu machen, stärkt das Vertrauen in die Presse, in die Medien. Und das ist, Sie, Herr Hoffmann, haben es gerade ja deutlich gesagt, bitter nötig in Zeiten, in denen neue politische Kräfte in unserem Land mit diffamierenden Parolen, Stichwort Lügenpresse, Stichwort Staatsfunk, danach trachten, eben dieses Vertrauen zu erschüttern. Deshalb bin ich froh und dankbar, dass die Otto-Brenner-Stiftung mit ihrem Preis die Wertschätzung für kritischen Journalismus ausdrücklich und intensiv fördert. Ich danke Ihnen, lieber Herr Hoffmann, lieber Jupp Legrand und allen Beteiligten für Ihr Engagement und freue mich natürlich auch als heutige Festrednerin zur Würdigung der Wächter unserer Demokratie wenigstens mit ein paar Worten beitragen zu können. Getreu. Getreu dem Motto des heutigen Abends, natürlich nicht mit bestellten Wahrheiten, sondern mit kritischem Blick und dem Anspruch, dort tiefer zu bohren, wo die Wahrheit auch mal unbequem wird. Unbequem wird es jenseits bestellter Wahrheiten ja öfter. Und deshalb würde ich mein Verhältnis zu Ihrer Arbeit, verehrte Journalistinnen und Journalisten, frei nach Voltaire, dem Vordenker der Aufklärung, wie folgt auf den Punkt bringen. Mag ich auch gelegentlich verdammen, was Sie schreiben, ich werde als Politikerin alles in meiner Macht Stehende dafür tun, dass Sie es schreiben dürfen. Denn die Freiheit der Presse ist, wie die Freiheit der Kunst, ein Gradmesser für die Verfassung, für den Zustand einer Demokratie. Jede autoritäre Herrschaft beginnt ja damit, dass Intellektuelle, Kreative und Künstler buchstäblich mundtot gemacht werden. Der Parlamentarische Rat hat die Freiheit der Presse und der Kunst deshalb vor 70 Jahren aus gutem Grund in den Verfassungsrang erhoben und in einen noblen dazu. Immerhin reden wir hier vom Artikel 5 unseres Grundgesetzes. Doch bei aller Wertschätzung für die Pressefreiheit und für journalistische Glanzstücke wie die der heutigen Preisträgerinnen und Preisträger, bei weitem nicht alles, was man in den Medien täglich zu lesen,
zu hören und zu sehen bekommt, verdiente einen Platz auf der Longlist für den Otto-Brenner-Preis. Ja, manche Entwicklungen, da will ich auch als Festrednerin weder weichzeichnen noch schön färben, bergen die Gefahr, die notwendige Wertschätzung und Akzeptanz, die demokratischen Prinzipien ja erst Stabilität verleihen, erodieren zu lassen und spielen so den Verächtern der Pressefreiheit in die Hände. Lassen Sie mich das an zwei Beispielen kurz erläutern. Zu den unangenehmen Wahrheiten, mit denen Politikerinnen und Politiker, Journalistinnen und Journalisten sich selbstkritisch auseinandersetzen müssen, gehört erstens die Tatsache, dass es offenbar eine wachsende Zahl von Menschen gibt, die ihre Lebenswirklichkeit in den politischen Debatten und in der medialen Berichterstattung nicht angemessen repräsentiert sehen. Beklagt werden die vermeintliche Einhegung öffentlicher Debatten auf das scharf bewachte Gebiet des politisch Korrekten und der angebliche Konformismus medialer Berichterstattung. Manch einer vermisst gründliche Recherche, wenn die Berichterstattung allzu eindeutig in eine Richtung geht und Gegenargumente schlicht nicht mehr vorkommen. Zwar bescheinigen einschlägige Untersuchungen, insbesondere den Tageszeitungen und auch den öffentlich-rechtlichen Medien, nach wie vor eine hohe Glaubwürdigkeit. Es braucht aber kein Investigativteam, um festzustellen, dass es, bedingt insbesondere durch die digitale Konkurrenz und durch die allgegenwärtige ungefilterte Kommentierung in Echtzeit, Entwicklungen gibt, die dem kritischen Journalismus zusetzen. Neugier, Sorgfalt, Unvoreingenommenheit, die Trennung von Bericht und Meinung, Ausgewogenheit und Differenziertheit, solche journalistischen Kardinaltugenden bleiben auf der Strecke, wenn traditionelle Medien sich am rasanten Takt der Live-Ticker ausrichten, sich also dem Wettbewerb in Kategorien stellen, in denen sie nur verlieren können. Herbert Riehl-Heise, dessen großer Name für journalistische Unabhängigkeit steht, hatte ja recht, als er einst davor warnte, auf Kosten journalistischer Qualität Punkte im Wettbewerb machen zu wollen. Und ich zitiere: Auf kurze Sicht kann man sehr gut verdienen mit Produkten, deren Verbraucher keine Nebensätze schätzen und denen überhaupt immer weniger gedankliche Anstrengung zugemutet wird. Auf lange Sicht könnte es sein, dass man sich so ein Publikum und die nächste Generation eines Publikums erzieht, das nicht mehr weiß, was eine anspruchsvolle Tageszeitung überhaupt sein könnte. Soweit Riehl-Heise. Ja, Journalismus, der sich vom hohen Anspruch verabschiedet, der Wahrheit auf den Grund zu gehen, macht sich am Ende selbst überflüssig. Hier geht es nicht allein um die betriebswirtschaftliche Frage, wie Qualität sich finanzieren lässt, sondern auch um journalistisches Ethos. Zumal das eine ja mit dem anderen zusammenhängt. Glanzstücke des Qualitätsjournalismus wie Ihre, verehrte Preisträgerinnen und Preisträger, erhalten und fördern auch die Bereitschaft, für gründliche Recherche zu bezahlen. Dass es umgekehrt für die ganze Branche reputations- und geschäftsschädigend ist, wenn das journalistische Ethos auf eklatante Weise mit Füßen getreten wird, zeigten zuletzt der Skandal infolge der Fälschung des Spiegelredakteurs Klaas Relotius. So macht man sich als Journalist zum Steigbügelhalter populistischer Demokratieverächter. Das ist wirklich bitter. Doch für den ein oder anderen im Mediengeschäft war es vielleicht auch ein Weckruf. Denn, und damit bin ich bei meinem zweiten Beispiel, Glaubwürdigkeit und Vertrauen leiden nicht erst, wenn glänzend geschriebene und mit Journalistenpreisen hoch dekorierte Beiträge und Reportagen sich als Fiktion erweisen. Glaubwürdigkeit und Vertrauen leiden auch, wenn im Wettbewerb um Aufmerksamkeit skandalisiert statt differenziert wird und Themen nach Popularität statt nach Relevanz ausgewählt werden. Der Medienwissenschaftler Bernhard Pörksen warnt deshalb, wie ich finde, zu Recht vor dem Verlust der Verständigungsfähigkeit in der, ich zitiere, Empörungsdemokratie des digitalen Zeitalters. Aus persönlicher Erfahrung kann ich nur ergänzen, als Politikerin gewöhnt man sich irgendwann echt ganz gut daran, Wellen öffentlicher Erregung einfach über sich ergehen zu lassen. Insbesondere dann, wenn die Berichterstattung allzu schematisch immer in dieselbe Richtung geht.
Deshalb gehören floskelhafte Sätze wie »Das zuständige Ministerium war nicht zu einer Stellungnahme bereit« mittlerweile leider vielfach zum Refrain investigativer Beiträge, was dem Verdacht nahelegt, dass es etwas zu verbergen gibt, wo man, wir schlicht und einfach befürchten, dass an einer alternativen Sicht der Dinge beim Redaktionsteam gar kein Interesse besteht. Ja, dass gar keine Zeit ist, schwierige politische Entscheidungen zu erklären, und zwar nicht nur im kurzen Takt vor der Kamera. So nähren Politik und Medien zuweilen unbeabsichtigt und unfreiwillig, das will ich hier gern unterstellen, eben jene Demokratieverdrossenheit, die wir als überzeugte Demokratinnen und Demokraten wortreich beklagen und aus der Populisten erfolgreich Profit schlagen. Glaubwürdigkeit und Vertrauen aber sind für Journalistinnen und Journalisten unverzichtbar, um eben gerade diesen Populisten Paroli bieten zu können. Was also tun gegen politische Kräfte, die sich die Presse als Verlautbarungsorgan für ihre bestellten Wahrheiten wünschen? Den kritischen Journalismus zu stärken, ist zum einen eine medienpolitische Aufgabe. Es braucht faire Rahmen und Wettbewerbsbedingungen, um Qualitätsjournalismus erhalten und finanzieren zu können. Die Verabschiedung der EU-Urheberrechtslinie ist dafür, finde ich, schon ein echter Meilenstein, insbesondere das Leistungsschutzrecht für Presseverleger und natürlich auch die Verlegerbeteiligung bei Verwertungsgesellschaften. Für beides habe ich mit Nachdruck geworben und ebenso nachdrücklich werbe ich jetzt für eine zügige Umsetzung. Denn hier geht es um journalistische Qualität und mediale Vielfalt und damit um den Kern unseres demokratischen Selbstverständnisses. Mit Freude kann ich heute zumindest auch vermelden, dass es in meinem Kultur- und Medienetat 2020 erstmals einen Haushaltstitel Medienkompetenz und Journalismusförderung gibt, ausgestattet immerhin zum Anfang schon mal mit 1 Million. Ein Konzept wird gerade ausgearbeitet. Und darüber hinaus setzt sich die Bundesregierung auch für einen möglichst großen Schutz für Journalistinnen und Journalisten und ihre Quellen ein. Etwa für die Whistleblower-Richtlinie, die die EU-Mitgliedstaaten Anfang Oktober beschlossen haben und die Deutschland nun zügig in nationales Recht umsetzen muss. Hinweisgeber sind damit künftig deutlich besser vor Repressalien geschützt. Und darüber hinaus fördert mein Haus auch das European Center for Press and Media Freedom in Leipzig, dem damit verfolgte Journalistinnen und Journalisten die Möglichkeit haben, im deutschen Exil zu leben und zu arbeiten. Ja. Genauso wie die Politik steht aber auch jeder einzelne Journalist, jede einzelne Journalistin und wir alle in der Verantwortung. Wertschätzung nämlich für kritischen Journalismus, monetär wie ideell, gibt es nur auf der Basis von eben Glaubwürdigkeit und Vertrauen. Wie dieses journalistische Grundkapital sich mehren lässt, haben vor ein paar Jahren schon Reporter der New York Times vorgemacht, die ein Netzwerk für lösungsorientierten Journalismus gegründet haben. Einige von Ihnen werden das kennen, weil sie den Eindruck hatten, dass zu viel über Probleme und zu wenig über Lösungen berichtet werde. Die Mitglieder des Netzwerks haben es sich selbst deshalb zur Mission gemacht, Missstände nicht nur anzuprangern, sondern auch zu fragen, wer macht es besser? Ihr Ziel? Druck auf die Verantwortlichen aufzubauen mit dem Nachweis, dass es Menschen, Städte, Länder gibt, die ein Problem bewältigt haben, vor dem andere versagen. So bleibt bei aller berechtigten Kritik auch das Vertrauen, dass eine bessere Welt machbar ist. Ich finde die auch toll. Das ZDF arbeitet jetzt auch an solch einer Einheit. Und so lässt sich verhindern, das glaube ich schon, dass Kritik an gesellschaftlichen Missständen Ohnmachtsgefühle und Hoffnungslosigkeit nährt. Und dass aus Ohnmachtsgefühlen und Hoffnungslosigkeit Wasser auf den Mühlen populistischer Hetzer wird. Im Kampf gegen Demokratieverächter gewinnt, davon bin ich überzeugt, neben lösungsorientiertem Journalismus auch der lokale Journalismus an Bedeutung.
Nach der Wahl Donald Trumps zum US-Präsidenten stellte man ja in so mancher Redaktion in den Vereinigten Staaten selbstkritisch fest, dass man mit dem Rückzug aus den Regionen, mit dem Verzicht auf eigene Lokalreporter, mit der Konzentration auf die Metropolen und auf die Themen, die in urbanen Milieus diskutiert werden, auch das Gespür für die Sorgen und Nöte verloren hatte, die die Mehrheit der Bevölkerung bewegen. Diese Mehrheit lebt nicht in Großstädten, auch in Deutschland nicht. Für diese Mehrheiten sind Lokalzeitungen ein Stück Heimat, weil sie nah dran sind an den Themen, die Menschen in ihrem Alltag bewegen und natürlich auch an den Auswirkungen, die Entscheidungen in Berlin oder in Brüssel auf das tägliche Leben haben. Und weil sie dafür sorgen, dass diese Themen im öffentlichen Diskurs eine Rolle spielen und damit politisch relevant werden. Lokaler und lösungsorientierter Journalismus werden, das sind im Sinne einer lösungsorientierten Festtagsrhetorik, zwei mögliche Antworten auf die Frage, wie sich gründliche Recherche auch in Zukunft gegen bestellte Wahrheiten behaupten könnte. Diese Frage brennt uns vermutlich allen unter den Nägeln, ob Medienmacher, Medienförderer oder Medienpolitiker. Denn 70 Jahre nach der Verabschiedung unseres Grundgesetzes konfrontiert uns nicht nur die Digitalisierung mit der unbequemen Wahrheit, dass demokratische Errungenschaften wie die Pressefreiheit immer wieder neu errungen werden müssen, um Bestand zu haben. Mit dieser Wahrheit konfrontiert uns auch die Einschränkung der Pressefreiheit in vielen europäischen Ländern und Gewalt mancherorts gegen Journalistinnen und Journalisten. Und mit dieser Wahrheit konfrontiert uns hierzulande nicht zuletzt das Erstarken einer Partei, deren Mitglieder keine Gelegenheit auslassen, Journalistinnen und Journalisten öffentlichkeitswirksam in Verruf zu bringen, um ein Klima des Misstrauens zu schüren. Angesichts dieser Wahrheiten braucht unsere Demokratie ihre Wächter. Dringender denn je, Journalistinnen und Journalisten, die das Berufsethos auch unter schwierigen Bedingungen hochhalten und sich dabei weder einschüchtern noch korrumpieren lassen. Journalistinnen und Journalisten wie Sie, die Sie heute mit dem Otto-Brenner-Preis ausgezeichnet werden, bleiben Sie Ihrem Anspruch treu, der Wahrheit auf den Grund zu gehen. Schauen Sie dabei, wenn möglich, nicht nur denen auf die Finger, die Probleme vertuschen oder bei ihrer Lösung versagen, sondern auch denen, die sie anpacken und es besser machen. Sorgen Sie weiterhin dafür, dass Lügner, Schönfärber, Vereinfacher und Zerrbildzeichner mit gründlicher Recherche rechnen müssen und hinter bestellten Wahrheiten Missstände und Fehlentwicklungen aufgedeckt werden. Darauf lassen Sie uns nachher anstoßen, Politik und Presse ausnahmsweise in trauter Eintracht. Die gönnen wir uns heute, aber hoffentlich nachher noch. Und dabei hilft die Haltung, die einer der Väter unseres Grundgesetzes, Theodor Heuss, nach getaner Pflicht an den Tag legte, als sein persönlicher Referent einmal versuchte, ihn nach einem offiziellen Termin zum Aufbrechen zu bewegen, soll er, einem Gläschen Wein nie abgeneigt, geantwortet haben: Der Bundespräsident geht jetzt, aber der Heuss bleibt hocke. Ich freue mich jedenfalls, nachher mit Ihnen ein wenig feiern zu können auf Ihre Preise. In diesem Sinne, auf eine gute demokratische Zukunft für unser Land und auf Ihren Beitrag dazu. Herzlichen Glückwunsch allen Preisträgerinnen und Preisträgern.